Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute unseren Monatsrückblick für den Dezember für euch. Es ist das erste Video, was wir dieses Jahr drehen. Ja. Yay! Nicht das erste, was ihr seht, aber das erste, was wir drehen. Und wir werfen nochmal einen kleinen Blick zurück auf das letzte Jahr, auf den Dezember. Wir haben nämlich ein bisschen gelesen. Ferris hat 6 Bücher beendet. Ich habe immerhin 4 Bücher beendet. Das ist ja, wir müssen wieder die Seitenzahlen ausrechnen, ne? Ja, doch. Stimmt, das können wir gleich noch machen. Was würde ich sagen? Genau, Ferris hat 6 Bücher beendet, ich habe 4 Bücher beendet. Ich steigere mich langsam wieder. Ferris hat so sein gewohntes Maß. Und ich finde langsam wieder zurück ins Lesen, Gott sei Dank. Und ja, ich würde sagen, da Ferris 6 Bücher. Du musst aber dazu sagen, der Spice, da habe ich im Urlaub gelesen. Ich glaube, die 4 Bücher habe ich alle in der einen Woche gelesen oder sowas. Heftig. Weil ich die Zeit hatte. Naja, okay. Ich würde sagen, Ferris fängt an. Und ich rechne derzeit schon mal meine Seiten aus. Mein allererstes Buch ist das für unsere Leserunde. Und zwar ist das dieses hier, Cast in Firelight von Dana Swift, Magie der Farben. Hier geht es um Adra und Ratchayatin. Das Buch ist aus beiden Perspektiven geschrieben. Und Yatin und Adra sind, seit Kinder sind, einander versprochen. Ich glaube, da waren sie 8 Jahre alt oder sowas. Hat sich ganz so gut angefangen, nämlich sie hat ihm eine geknallt. Über die Stärke, das wird immer so, mal ist es mehr, mal weniger, je nach Buch oder je nachdem, wer es erzählt, so ungefähr. Und jedenfalls sind die einander versprochen, aber die haben sich seitdem nie wieder gesehen, bis sie Yatin halt aus einem College irgendwo im Nirgendwo wiederkommt. Das ist irgendwie, glaube ich, so 10 Jahre später, deswegen können sie sich beide nicht so ganz trennen, wie der andere aussieht. Und dann kommt jedenfalls das Schicksal, so mehr oder weniger, und sie treffen sich, allerdings ohne zu wissen, wer der andere ist, weil es auch keiner dem anderen sagt. Oder man sich aus einem bestimmten Grund für den anderen ausgibt. Und so kommen die dann halt irgendwie, lernen die sich halt mehr oder weniger kennen. Und am Ende geht es halt damit, dass sie versuchen, ein Geheimnis zu lesen, nämlich wer dieses Firelight steht, deswegen auch Carson Firelight, das Adra erschafft. Und so haben die beiden miteinander zu tun, aber halt ohne zu wissen, wer der andere in Wirklichkeit ist. Das ist so die ganze Story. So, ich fand's eigentlich ganz gut. Also, es ist zwar teilweise schon sehr lustig, aber teilweise auch schon dann ziemlich dämlich, dass die da nicht drauf kam, wer der andere ist. Oder so bei manchen Situationen. Das war schon teilweise schon sehr dämlich. Aber was ich interessant, aber auch gleichzeitig ein bisschen komplex fand, ist das mit der Magie. Es gibt mehrere Farben und jede Farbe hat so einen anderen Magietyp. Also ich glaube, weiß noch rosa, war glaube ich so eher so Heilmagie. Also so wie bei Rotes Feuer oder sowas. Mythos Academy, wo die diese Funken haben, die unterschiedlich Farben haben. Ja, so ungefähr. Zum Beispiel, was rote Stärke ist, zum Beispiel Feuer, orange Stärke ist Stärke, gelb ist Luft und so weiter. Und teilweise steht da dann so in den Kampfszenen die Farbe, die Farbe, die Farbe, mit der Farbe mache ich das, mit der das, mit der das, mit der das. Und du denkst dir da so, ja schön, und wie war das jetzt nochmal am Anfang? weil wenn die da teilweise, du kannst mehrere haben. Ich glaube, als Königlich haben die dann irgendwie 8, glaube ich, alle maximal 8. Oder ich glaube, es waren 8. Und halt Schwächere haben dann vielleicht nur 2 oder 3 oder 4 oder so noch. Und irgendwann kommen halt diese Kampfszenen und dann hast du halt so alle möglichen, haben sie teilweise so 7, 8 Farben, die sich da gegenseitig am Kopf meißen und du verstehst halt gar nicht mehr, was da jetzt genau so vor sich geht. Das finde ich ein bisschen unübersichtlich. Schon sehr schwierig. Und ja, die Welt muss man auch erstmal ein bisschen so mitverfolgen kommen, dass man da so gut hinterkommt. Aber übrigens gibt es noch vorne, ist auch ein Glossar mit den verschiedenen Stärken, mit den verschiedenen Farben drin. Es ist sogar vorne, ne? Damit Leute wie du das nicht genau übersehen. Also wie gesagt, ich fand es eigentlich sehr gut, hat so ein paar Knackpunkte, aber ich würde es trotzdem auf jeden Fall lesen. Schon so mein erstes Buch aus dem Dezember. Mhm. Okay, ich habe gerade mal ausgerechnet. Ich habe, also Rido sagt, ich habe 1769 Seiten gelesen. Da ist allerdings das drin, was ich in Iron Flame noch gelesen habe. Und das habe ich nicht beendet. Von daher, ja, wie man es jetzt nehmen will. Und mit den beendeten Büchern habe ich 1374 Seiten gelesen. 1769 ist echt nicht viel, ne? Das sind durch den Monat gerechnet 57 Seiten am Tag. Also ja, das geht besser. Das erste Buch, was ich im Dezember beendet habe, war ein Mitbringsel aus dem November, nämlich Fallen Princess von Mona Kasten. Da hatte ich Monatsrückblick für den November schon ein bisschen was zu gesagt, weil ich da eigentlich auch schon relativ weit war. Und ja, das habe ich jetzt im Dezember beendet. Kriegt von mir 3 Sterne. Das war so ganz nett.
braucht man aber nicht unbedingt, finde ich so. Also auch so das Ende, es war zwar jetzt nochmal so ein bisschen spannender dann, aber konnte mich jetzt auch nicht so wirklich überzeugen. Hier geht es ja um Zoe, die ja den Tod eines Mitschülers voraussieht und danach fährt, dass sie nicht die Gabe des Heilens hat, sondern in Wirklichkeit eine Banshee ist. Und dadurch ändert sich ihr ganzes Leben an der Everfall Akademie. Sie muss praktisch in ein anderes Haus umziehen, hat plötzlich anderen Unterricht, ihre Freunde wenden sich von ihr ab und solche Geschichten. Und dann bekommt sie eine Art Mentor an ihre Seite gestellt. Und das ist Dylan. Dylan selbst ist ein Reaper, der anderen mit einer bloßen Berührung die Seele entreißen kann. Und jetzt, wo mir das so einfällt, das kommt nicht einmal vor, ne, dass er sowas tut. Er beschwört immer so seine komischen Schatten rauf und so. Doch, und bei, so. Doch er war bei dem Jungfahrer, glaube ich, anwesend. Ja, aber trotzdem. So, ne? Er macht immer so, es ist immer so. Na gut, sag mal, willst du mit Absicht jemanden auf den Seele entlassen? Nein, aber so in einem Finalkampf oder so hätte man das mal mit einbauen können. Hm. So, er macht immer diese Schatten und oh, ganz viel Angst verbreitet er, aber irgendwie tut er eigentlich nichts. Naja, egal, auf jeden Fall soll er sie halt unterrichten und mit ihrer neuen Gabe klarzukommen und so. Und sie versucht halt herauszufinden, warum der Junge, dessen Tod sie vorausgesehen hat, gestorben ist. Und ich habe mir irgendwann im Laufe des Lesens halt die Frage gestellt, warum ist das Ganze ein Fantasy-Buch geworden? Weil die Fantasy-Aspekte sind so rar gesät, dass man sie kaum gebraucht hätte eigentlich. Und ich am Anfang dachte ich noch so, boah, ey, wie soll ich mir das alles merken? So, welche Gottheit da was gemacht hat oder welche Gabe gestiftet hat oder was weiß ich. Und im Laufe des Lesens dachte ich so, also selbst der Unterricht, der einzige Unterricht, von dem man wirklich was mitbekommt, ist dieser Kampfunterricht, wo keine Magie benötigt wird. Und es wird so selten Magie angewandt. Und letztendlich geht es ja auch viel darum herauszufinden, wer da diesen Jungen ermordet hat. Und sie selbst bekommt dann halt auch Drohungen. Und das sind alles so Sachen, da hätte man keine Fantasy für gebraucht. Das hätte voll gut funktioniert wie so eine Geschichte à la Ellingham Academy. Außer am Ende, im Finalkampf, gibt es ein bisschen Magie. Boah, das würde ich auch gerne nochmal lesen, ne? Ja, aber davon abgesehen hätte das halt auch voll ohne Fantasy funktioniert. Und ich dachte mir echt irgendwann kurz vorm Ende so, warum hat sie daraus nicht einfach so eine realistische, mystische Geschichte gemacht? Warum musste es Fantasy werden? Also ja, es hat mich wirklich nicht so hundertprozentig überzeugt. Es dümpelte so vor sich hin. Das war jetzt auch kein Ende, wo ich mir denke, boah, ich muss unbedingt beim 2 lesen und wissen, wie es weitergeht. Weil ich ehrlich gesagt das Ende schon fast wieder komplett vergessen habe. Ich habe vorhin noch mal kurz reingeblättert, um mich zu erinnern. Also ja, es hat nicht wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es war so ganz nett zwischendurch. Es hatte so seine Momente. Aber ja, das war es dann auch. Okay. Tja, mein nächstes Buch. Kann ich nicht viel zu sagen. Und zwar ist das dieses hier, Nico und Will, Reise ins Dunkel von Rick Wyden und Marco Schiro. Das ist ja nach ein paar anderen Büchern von aus dem Percy Jackson-Universum, deswegen kann ich hier nicht viel zu sagen, außer zumindest so meine Gedanken dazu. Was du kurz sagen kannst, weil die Frage bestimmt wieder kommt, was man vorher gelesen haben muss, also wann man es lesen sollte. Lass das lieber in dem anderen Video machen, mit unserem für nächstes Jahr. Weil wenn ich das jetzt so einbringe, dann vergesst das mal. Nee. Okay. Das glaube ich einfach, als wenn ich hier jetzt nochmal überfinde. Weil das dauert, glaube ich, 5 Minuten, je nachdem, wie sie das zu einem Satz erzählen. Deswegen, das kommt dann auf jeden Fall da. Jedenfalls, also ich sag nur, worum es geht, wegen dem Handlungsstrang. Ich fand es an sich sehr gut. Allein schon, weil Nico und Will als Charaktere sind auf einer Art sehr verschieden, aber sie passen halt trotzdem zusammen, weil sie sich halt so ein bisschen ausgleichen. Mhm. So ein bisschen wie Percy und Annabeth, kannst du dir vorstellen. Aber halt nochmal so ganz anders. Das Buch erzählt aus beiden Sichten, was ich sehr gut finde, weil man Will als Charakter schon kennt, aber halt mehr so als Nebencharakter. Aber hier hat man halt nochmal seine Sicht, das ist natürlich nochmal was Neues, nochmal ein bisschen interessanter. Das ist, finde ich, nochmal ein bisschen aufwertet. Und wir haben quasi 2 Handlungsstränge bis zum bestimmten Punkt. Also es gibt einen Moment, wo Nico immer Geschichten erzählen soll, der für die eine, die ihn hilft. Und dann halt gibt es halt die Geschichte von ganz Anfang, wo sie halt mit der Quest rauskommen, dass sie das machen und so weiter. Und irgendwann gibt es dann halt diesen Punkt, wo sich das überschneidet und da ist es dann noch eine Geschichte. Mhm. Es gibt ja auch so ein paar, sieht man vielleicht, so dunkle Streifen. Das sind so Erinnerungen von vorheriger Zeit, also so Flashbacks, kann man sich das vorstellen. Aus einem anderen Buch. Und, was kann ich noch zu sagen? Na, wie gesagt, ich fand es sehr gut, auch thementechnisch. War auch teilweise überraschend witzig. Was man auch, weil Nico ist eigentlich so ein ernster Charakter, ne? Hm. War teilweise schon sehr lustig, was er, so wie er darüber geredet hat. Und da haben natürlich beide so ein bisschen mit Schwierigkeiten zu kämpfen an dem Ort, den sie da sind. Hm. Ja.
Auf jeden Fall, ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Fortsetzung oder Spin-off oder wie auch immer man das sehen möchte aus dem Universum und mir hat es ja gut gefallen. Okay. Ich habe dann ein Weihnachtsbuch gelesen und zwar Feels Like Christmas. Das ist diese Kurzgeschichtensammlung aus dem Löwe Intens Verlag mit Geschichten von Alexandra Flint, Caroline Wahl, Marina Neumeier, Gabriela Santos de Lima und Kira Groh. Das war als erstes im Bücherbüchse Adventskalender drin und das habe ich mir dann gleich mal vorgenommen, weil ich da irgendwie so dachte, das ist so klein, schmal, Kurzgeschichten, das kriege ich bestimmt irgendwie hin. Ich habe es dann tatsächlich an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag irgendwie komplett gelesen. Ja, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich hatte schon mal so ein Kurzgeschichtenbuch. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Das war Blau, Glitzer, 24 verschiedene Autoren und Autorinnen, ich glaube aus dem Ravensburger Verlag. Und das hatte mich so gar nicht überzeugt, weil man irgendwie die Hälfte der Geschichten nicht verstanden hatte, wenn man nicht die eigentlichen Buchreihen dazu kannte. Hm. Also die Kurzgeschichten spielten immer in der Welt der eigentlichen Bücher irgendwie. Und die waren aber echt so aufgebaut, dass ich, wenn ich die Bücher nicht kannte, einfach nicht durchgestiegen bin, beziehungsweise es mich einfach nicht fesseln konnte. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch, weil auch hier sind die Kurzgeschichten auf die eigentlichen Buchreihen ausgelegt von den Autorinnen und ich habe bisher nur die Vielleicht-Reihe davon gelesen, also nur die eine. Aber ich wurde positiv überrascht, denn zwar sind auch die Kurzgeschichten in diesen Buchwelten angesiedelt, aber es ist so gestaltet, dass man es verstehen kann, auch wenn man die nicht gelesen hat. Also bei Kira Groh gibt es sogar vorher ein Was bisher geschah, wo kurz erklärt wird, worum es in dem Buch eigentlich geht. Und so wie ich das gelesen habe, würde ich fast vermuten, dass es eine Szene ist, die es in dem eigentlichen Buch gibt, nur aus der anderen Perspektive. Bin sehr gespannt, ich bin jetzt noch neugieriger auf die Reihe geworden. Und, wichtige Anmerkung, kannst du dich mit den Kurzgeschichten spoilern? Nein, ich glaube nicht, weil es, also bei Caroline Wahl ist es eine Zusatzgeschichte, die nach der Buchreihe spielt. Bei ihr ist es, wie gesagt, glaube ich, eine Szene aus der anderen Perspektive. Klar, spoilert die in gewisser Weise, aber es ist eine Love Story, du weißt, dass die, ne? So, und bei Gabriela Santos de Lima ist es, glaube ich, ein Extra-Pärchen. Da spoilert man sich also auch nur auf die Paare, die es dann im Laufe der Buchreihe gibt, aber auch das ist ja klar, weil, wie gesagt, das ist Romance. Marina Neumeier ist, glaube ich, da gab es viele verschiedene Perspektiven. Ich würde mal behaupten, das spielt auch hinter der eigentlichen Reihe. Und Alexandra Flint, würde ich sagen, spielt auch nach der Reihe. Also alles so Zusatzgeschichten. Aber ich finde, außer welche Paare da sind und schon mal so ein bisschen Einblicke, was die so machen oder so, spoilert man sich nicht wirklich. Also ich habe mich nicht gespoilert gefühlt. Bin jetzt, wie gesagt, nur noch neugieriger. Mich konnte nur eine Geschichte nicht so ganz überzeugen. Das war... Ich weiß jetzt nicht mehr von wem, aber das war so eine mit einer Hochzeit, die, ich glaube, an Silvester stattfinden sollte. Und dann ist alles mögliche in den Vorbereitungen schiefgegangen. Und das hat mich irgendwie nicht so gecatcht. Aber die anderen fand ich wirklich gut. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, eurer Art, ne? Von Gabriela Santos Dilema, das Buch habe ich eh schon hier. Kira Groh auch. Von Marina Neumeier, dieses Shape of Love. Werde ich mir jetzt definitiv noch holen. Da bin ich jetzt nämlich auch neugierig drauf geworden. Also so gesehen hat das Buch echt was Gutes getan. Und die Geschichten waren alle sehr, sehr weihnachtlich. Aber es hat wirklich so sich eingefügt in die Geschichte. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben. Gut, dann kommen wir zu meinem nächsten. Aber vorher, ich habe meine Seitenzahl ausgerechnet. Also ich bin bei 3257 Seiten. Das heißt so ungefähr 100 Seiten am Tag, kann man so sagen. Gut. Und darunter zählt auch dieses Buch hier von den Seiten. Und zwar ist das One of Us is Back von Karen M. McManus. Das ist ja das... Dritte von der One of Us is Lying Reihe, sag ich jetzt mal. Genau, One of Us is Lying, dann kommt glaube ich One of Us... Ne, warte, das ist One of Us is Back, was kommt dann? One of Us is Next. Ah ja, genau. Wir stehen hier zufällig über uns. Ja, das war mit dir, ja, okay. Genau, One of Us is Lying war ja das mit der Schul-Gossip-App, wo der Erfinder davon stirbt und dann kommen alle in Verdacht und zwar waren das Bronwyn, Nate, Eddie, Clay... Cooper, genau, Cooper habe ich vergessen. Bronwyn, Cooper, Nate, Eddie und Phoebe, glaube ich, oder? War die aus dem anderen? Ach, egal, ist nicht so wichtig. Doch, ich glaube, die waren noch aus dem. Jedenfalls ging es da ja um diese Charaktere und jeder von denen hatte quasi ein Geheimnis, was aufgelöst werden sollte und damit natürlich auch ein Motiv. Und sie waren natürlich alle unter Verdacht und mussten halt selbst irgendwie rausfinden, was denn damals überhaupt passiert ist. Und das hier ist halt das dritte Buch davon. Im zweiten geht es dann um Bronwyns Schwester Maeve und ich glaube Nox und noch irgendwem. Das ist dann, geht es dann um eine keine Ahnung, was ist es denn, keine Schul-App, sondern ein paar andere Sachen. Müsste ich mir selbst jetzt nochmal angucken, genau, damit ich das gut zusammenfassen könnte. Und hier geht es halt nochmal wieder um alle Charaktere.
Hier gibt es nämlich Bronwyn, Cooper, Nate, Eddie, Maeve, Phoebe und Nyx. Und dazu kommt auch noch Clay Quayen, der da bei dieser Schul-Gossip-App damals mitgeholfen hat. Und weil der soll nämlich wieder aus dem Gefängnis rauskommen und das finden die alle natürlich nicht ganz so gut, weil die Polizei mal wieder missgebaut hat. Hm. So, das ist so der grobe Handlungsstrang. Ich fand es relativ gut. Die Polizei hat mich genau wie so aufgeregt wie im ersten Mal. Die sind einfach nur dumm teilweise. Also, es ist einfach so wirklich, hat mich nur aufgeregt. Aber, und die Charaktere muss natürlich alles auf eigene Faust lösen, so also wie das halt so ist. Ich fand die Story an sich sehr gut. So von dem, dass das Alte nochmal aufgelöst, Alte nochmal so ein bisschen Revue passiert wurde aus dem ersten Band und auch halt dann nochmal so die andere Sicht, falls die Sicht von Simon ist und teilweise aus der Vergangenheit, dass wir hier noch so mit drin spielen, ist ja auch nochmal drin, was man ja eigentlich gar nicht hat, weil ist ja eigentlich vorher schon stirbt er halt, ne? Deswegen war das hier ganz interessant. Ja, die alten Charaktere wieder zu treffen war auch ganz cool, haben auch teilweise noch, hat sich nicht allzu viel verändert, ich finde, die sind immer noch relativ gleich, jeder hatte natürlich so eine, sie ist auch so ein bisschen verändert. Ein paar Charaktere ganz bestimmt nach dem anderen, nach dem ersten Buch. Aber wie gesagt, ich fand das sehr gut. Und mehr kann man dazu aber glaube ich nicht sagen, ohne zu viel zu spoilern. So. Okido. Kann man irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ach ja, gut, das Ende. Ich habe nicht mitgerechnet. Irgendwie. Mit dem ganz verstrickten Ende, wer da jetzt alles wie beteiligt ist und sowas. Das hat mich tatsächlich überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Okay. Ich habe tatsächlich noch ein Weihnachtsbuch gelesen. Und zwar endlich den dritten Teil von der Weihnachtsaurus. Das habe ich letztes Jahr ja nicht geschafft. Also 22 nicht geschafft. Und diesmal habe ich es zwar kurz nach Weihnachten erst gelesen. Oder beziehungsweise ich habe es am zweiten Weihnachtsfeiertag angefangen. Aber egal, ich habe es geschafft. Und es war wieder sehr, sehr süß. Diesmal geht es, also im Weihnachtsaurus geht es erstmal grundsätzlich um einen kleinen Jungen. William Trudel, wie auch immer. Der liebt Dinosaurier. Und dann eines Jahr zu Weihnachten begegnet er plötzlich einem echten Dinosaurier, dieser ist am Nordpol geschlüpft, die Elfen haben das Ei gefunden und naja, die erleben zusammen Abenteuer. Jetzt im dritten Buch ist der Weihnachtsaurus sehr geschockt, ebenso wie der Weihnachtsmann, denn William Trudel steht plötzlich auf der Liste der unartigen Kinder. Und das kann natürlich nicht sein, sie kennen ihn und sie wissen, er würde nie was Unartiges tun. Und generell stehen sehr, sehr viele Kinder auf der unartigen Liste, sodass die tatsächlich mehr wiegt, also die wird tatsächlich gewogen, fand ich sehr süß, als die gute Liste. Und das bedeutet, wenn es so weitergeht, bekommt bald keiner mehr Geschenke und dann gibt es kein Weihnachten mehr. Und deswegen macht sich der Weihnachtsaurus erstmal natürlich auf die Mission herauszufinden, was mit William Trudel passiert ist. Aber auf dem Weg dahin führt ihn dieses Buch der unartigen Kinder halt zu ganz vielen verschiedenen Kindern, denen er dann hilft, wieder auf die gute Liste zu wandern. Das waren jetzt so, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Kinder. Also im Prinzip gibt es da drin in der großen Geschichte so 4 oder 5 kleine Geschichten zu jedem der Kinder. Wie sind die auf die unartige Liste gekommen und was müssen sie tun, um wieder auf die artige Liste zu kommen. Sehr süße Geschichten fand ich, auch so ein bisschen lehrreich. Und halt wieder super süß geschrieben und wieder wunderschön illustriert teilweise. Also es hat mir wirklich wieder gut gefallen. Hier mir zum Beispiel so eine Illustration. Oder ganz am Ende war auch eine, die fand ich richtig schön. Moment. Wo ist sie hin? Ja, die fand ich auch sehr, sehr cool. Und ja, wieder sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Tolles Weihnachtsbuch. Ich kann die Reihe auf jeden Fall weiterhin empfehlen. Und ich würde sagen, es gibt 4 Sterne. Weil irgendwann dachte ich mir so, können wir jetzt mal zu William kommen und die anderen Kinder sein lassen? Das waren jetzt genug Geschichten. Aber ja, insgesamt hat es mir wirklich gut gefallen. Okay. Mein nächstes Buch ist ein zweiter Teil einer Reihe. Und zwar habe ich den zweiten Teil von Legend gelesen. Und zwar ist das Schwellender Sturm von Mary Lou. Im ersten geht es ja um Day und... Jetzt hab ich den Namen wieder vergessen. Genau, Loon. Ja, es ging um Day und Loon. Sehr gegensätzliche Charaktere. Day ist der Arbeit... Oder Day ist ein Rebelle, sage ich jetzt mal, der gegen die... gegen die Republik sozusagen kämpft, aber halt mehr so auf einer Art zu seinem eigenen Nutzen halt, weil die Republik halt ihn halt, ich sag jetzt nicht verraten hat, sondern eher vernachlässigt und so weiter. Und Loon ist auf der Gegensatzseite, sie arbeitet für diese Republik, sie ist ein sehr begehrtes Wunderkind, das von dem halt sehr viel und sehr Großes erwartet wird halt, tun das die anderen, die für die Republik arbeiten. Und diese Charaktere begegnen sich dann irgendwann, denn der Bruder von Loon, der stirbt, und es heißt, dass Day es war und sie versucht dann natürlich halt diesen sehr gesuchten Rebellen aufzuspüren und zur Strecke zu bringen.
Und dabei entwickelt sich ein bisschen mehr als nur irgendwas Feindschaft oder auch irgendwas anderes oder Freundschaft oder darüber hinaus. Ich würde nicht in Neuen Wettern. Ich wollte nur nach der Seitenzahl gucken. Hat ein paar mehr. Kann ich so sagen. So, jedenfalls, ich fand den ersten Teil sehr gut, weil es halt, du hast diese zwei Gegensätze und die halt, du hast diese zwei gegensätzliche Charaktere und man merkt, dass beide irgendwie halt so eine Geschichte haben, von der man am Anfang gar nichts auf eine Art ahnt. Und dann halt auch, du merkst, okay, sie haben zwar beide gegensätzliche Charaktere, aber sie haben doch irgendwo so einen Mittelpunkt, wo sie zustimmen, okay, ich muss ihm okay, dann muss ich dem anderen zustimmen. Er hat schon irgendwie recht. Gerade auch beim Negativen, bei Loon ist das natürlich eine Sache, weil sie für die Republik arbeitet und dann merkt, wenn sie mit Day was zusammen unternimmt und dann merkt, Mensch, der hat ja vielleicht gar nicht mal so Unrecht mit den manchen Sachen, die er sagt, auch wenn er trotzdem noch wahrscheinlich ein Mörder ist. Hm. Und hier ist halt der zweite Band, das ist dann nach, hier arbeiten sie halt mit den Patrioten mehr oder weniger zusammen und müssen sich dann irgendwie da durchkämpfen und versuchen, die Geschichte zu verändern oder die zukünftige Geschichte zu beeinflussen, und das klappt auch mehr oder weniger ganz gut. Hat ein paar Ecken und Kanten, sage ich mal. Okay. Und das Ende war... Oh. Naja, fies. Ferris hat mich am Ende gebeten, also am Ende von Band 2, ihn auf Band 3 zu spoilern, weil er so verstört. Ich bin ehrlich, ich dachte, wenn das jetzt so schlimm, dann kann ich den dritten Band doch nicht lesen. Das geht jetzt nicht. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Da ist halt so. Hm. Außerdem, ich bin ziemlich sicher, viele von euch haben das auch schon mal. Bei irgendeinem Buch, Mensch, nee, der darf nicht sterben, ich muss noch vorwärts, ob der noch lebt. Genau, ich muss jetzt zur letzten Seite blättern, ich muss es einfach wissen. So ein gutes Beispiel ist das, oder weiß ich, von einem anderen Buch, wo ich mich gespoilert habe, da war irgendwas mit irgendeinem Charakter und ich wollte wissen, ob der noch eine Erinnerung hat oder irgendwie sowas. Das war auch so ein gutes Beispiel, das war zum Beispiel. Jedenfalls war da auch so eine Stelle, wo ich wissen wollte, nee, das muss ich jetzt wissen, kann ich nicht weiterlesen. Jedenfalls muss ich jetzt alles gefragt. Aber, naja, egal. Wie gesagt, ich fand es sehr gut, war eine gute Fortsetzung und die Charaktere, finde ich, passen immer noch sehr gut zusammen. Also da hat nicht allzu viel zu verändert, auch wenn es immer noch diese Streitereien gibt, diese verschiedenen Meinungen, was halt aufgrund der Erziehung, sage ich jetzt mal, einfach natürlich auch selbstverständlich ist und auch irgendwie so sein muss. Aber trotzdem, sehr gutes Buch. Kriegt von mir, glaube ich, 4 Sterne. Soll ich so sagen. Oder so 4,5, ich kann mich immer schwer entscheiden. Mein nächstes Buch war, ja, mein Monatshighlight, würde ich sagen. Und zwar war das Ever and After, der schlafende Prinz von Stella Tuck. Das ist der Auftakt der Dilogie. Ich sag gleich mal vorweg, Band 2 erscheint erst im November. Also, ja, vielleicht wartet ihr noch ein bisschen. Ich habe es auf jeden Fall schon angefangen, ich war sehr, sehr neugierig. Und hier geht es um Rain. Rain stammt von einer Märchenfamilie ab. Sie stammt von der Familie von Schneewittchen ab. Und das Ganze ist Urban Fantasy. Und es gibt halt in unserer Welt zahlreiche Familien, die von irgendwelchen Märchenfamilien halt abstammen. Und in diesem Konstrukt der Märchenfamilien unter diesen Nachfahren gibt es halt ein Glauben oder ein Gerücht. Und zwar gibt es einen schlafenden Prinzen, der einst drohte, die Welt zu zerstören. Und der wurde dann in einen ewigen Tiefschlaf gelegt, ähnlich wie Schneewittchen. Und der ruht in einem Sarg in irgendeiner Gruft. Und jeder Nachfahre bzw. jede Nachfahrin, die 18 Jahre alt wird, muss halt in diese Gruft im Tower of London hinabsteigen und diesen schlafenden Prinzen küssen. Und es heißt halt, eines Tages wird irgendwer diesen Prinzen aufwecken und dann kommt die Magie der Märchenfamilien zurück. Und um das zu schaffen, muss man sich dann 7 Prüfungen stellen. Und Rain steigt in diese Gruft hinab. Das Ganze läuft etwas anders ab als geplant. Es war ein bisschen verstörend und ich dachte mir nur so, oh mein Gott. Also es war so ein bisschen sehr viel Pech dabei und alles ein bisschen gestört und keine Ahnung. Auf jeden Fall weckt sie trotzdem irgendwie diesen schlafenden Prinzen. Aber das Ganze läuft ein bisschen anders ab, als jeder dachte. Sie weckt damit auch eine Art Fluch und plötzlich ziehen schwere, nennen wir es Plagen über das Land. Nicht so wie die göttlichen Plagen, so mit Heuschreckenschwarm und Blutregen und sowas, sondern sowas wie eine Wolfsplage zum Beispiel ist dabei. Und sie verliert dabei sehr, sehr viel, muss man sagen. Das Buch ist durchaus auch sehr düster und sehr traurig und muss sich dann aber mit ihren verbliebenen Freunden so ein bisschen da durchkämpfen und halt versuchen herauszufinden, was genau da jetzt eigentlich abgeht. Was sind diese Prüfungen? Ist der Prinz wirklich erwacht? Was will er? Und so weiter.
Ja, das Ganze entwickelt sich tatsächlich zu einer anderen Geschichte, als ich gedacht hätte. Ich dachte halt, sie weckt diesen Prinzen und dann sagt man hier, das sind die 7 Prüfungen, das musst du machen. So einfach ist es aber nicht. Das Ganze hat eher so ein bisschen was von so ein bisschen Endzeitstimmung und so ein bisschen Abenteuerreise. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool dann. Mochte es auch sehr gerne, wie die Märchen da eingeflochten sind. Und mein Highlight ist wirklich, auch so neben den Charakteren, die auch echt alle ganz cool waren und diese ganze Idee, ich fand es echt cool, so wie Stella Tuck mit der Atmosphäre spielt. Also es gab so mehrere Szenen, wo ich so vorher dachte, das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen, da stimmt was nicht. Und dann hat sie es aber so geschafft, mich mit ihrer Erzählung einzulullen und mit ihrer Beschreibung und irgendwie irgendwelchen Themen wechseln, die dann witzig waren oder oh, es ist alles so süß und schön und romantisch, dass man halt vollkommen dieses unheilvolle Gefühl vergessen hat beim Lesen. Und dann ging es bam, Stimmungswechsel und es wurde richtig gruselig und spannend und man dachte, ich wusste es doch, wieso habe ich nicht mehr dran gedacht, so ungefähr, ne? Also sie spielt sehr mit der Atmosphäre, so von leicht und verspielt geht es plötzlich wirklich zu gruselig, sehr bedrohlich und also es ist echt eine krasse Mischung, die aber auch einfach zu der Autorin passt und sie ein bisschen kennzeichnet und ich habe es wieder sehr, sehr geliebt. Ich habe dem Ganzen am Ende 4,5 Sterne gegeben, weil ich tatsächlich das Ende ein bisschen sehr offensichtlich fand. Also es hat mich nicht so geschockt zurückgelassen, wie ich es gern gehabt hätte, sage ich mal. Da geht noch was. Zwar ist es nicht hundertprozentig so, wie ich hervorgesehen hatte, aber im Grundkern eigentlich schon. Und von daher, also ich bin sehr, sehr gespannt auf Band 2 und hoffe, dass ich mich im November noch sehr gut an das Buch erinnern kann, weil es ist jetzt doch noch ein bisschen hin. Aber wir hoffen auf das Beste. Das ist Gedächtnistraining. Okay, kommen wir zu einem nächsten Buch und eins, was sicher viele andere von euch auch gelesen haben werden. Und zwar ist das Iron Flame von Rebecca Yarros. Ich hab's immerhin angefangen. Flammen geküsst. Das ist nämlich der zweite Teil, den ich habe ich endlich gelesen. Franziska und ich haben die ersten, glaube ich, 300, 400 Seiten oder was immer abwechselnd gelesen. Und dann war Ferris nicht mehr aufzuhalten und ich hatte keine Zeit. Ja, genau. Weil dann hatte Franziska keine Zeit mehr. Dann habe ich halt so weiter gelesen, weil ich es noch des Jahres schaffen wollte. Und dann habe ich irgendwie die letzten 500, 600 Seiten oder sowas, 2 oder 3 Tage oder sowas gelesen gehabt. Worum es geht, brauche ich glaube ich nicht sagen, ist denke ich mal jedem bekannt. Eigentlich, ne? Ja, brauchst du nicht sagen, das ja, sparen genau. Wir uns jetzt wirklich. Das sparen mal. Wir uns jetzt mal, wir kommen jetzt gleich mal zum Kompletten, ohne zu viel zu verraten. So, fangen wir erstmal vorne an. Sollen wir mal sammeln? Erstens, so, was ich gut fand, die weite Charakterentwicklung, die war ganz interessant. Was ich mich teilweise mal totgelacht habe, war die etwas älter gewordene Teenager, wie heißt der, Andana? Ach ja. Ich habe mich teilweise totgelacht, weil Andana mehr Tyrion war als Tyrion selbst so teilweise. Dass sie einfach, wie sie immer wieder spricht oder sowas, fand ich schon sehr lustig. Da gab es zum Beispiel auch immer wieder den Satz, wir fressen unsere Verbündeten nicht. Auch immer wieder, so auch von beiden Seiten. Irgendwann steht sogar hinten im Zitat, als Zitatanmerkung, wir fressen unsere Verbündeten nicht. Irgendwie Nachtragbuch von dem und dem und den von Kadettin Sorinke. Das fand ich total lustig. Weil er dann irgendwie sicher 4, 5 Mal kam oder sowas. Und da gibt es natürlich auch viele Geheimnisse, also es gibt so mehrere Handlungen, sage ich mal nebenbei, es gibt so 1, 2, ich würde jetzt sicher so 3, 4 Sachen zählen, die so alles passieren oder größere Sachen, die so Auswirkungen haben. Es gab ein paar Sachen, waren offensichtlich, dass das passieren wird. Glaub ich, da 2 Sachen hab ich so vorausgesehen, blöderweise. Bei dem einen hat es dann Gott sei Dank noch eine gute Wendung genommen, bei dem anderen, da kann man es noch nicht so ganz genau sagen. Und so, kommen wir mal zum Ende so erstmal. Man hat ja viel auf TikTok oder Instagram zu diesem Ende gesehen. Unter anderem hat Franziska gesagt, wie irgendwelche Leute da, keine Ahnung, sich die Augen ausheulen wegen diesem Ende. Und ich habe dieses Ende gelesen und wir waren natürlich total gespannt. Ich dachte, scheiße, was passiert jetzt? Kann ja total schlimm werden. Und dachte mir so, ja okay, und was ist da jetzt so schlimm? Also ich dachte mir, was ist denn da, ist ganz so schlimm? Also ja, das Ende ist definitiv nicht gut. Es gibt sicher ein paar schlechte Sachen. Es hat sich am Ende noch aber 1, 2 Sachen zu guten gewendet. Und ich dachte mir so, warum übertreiben die jetzt so? Ich hab schon schlimmere Enden gehabt. Und da hat auch keiner rumgeflennt oder sonst was. Ich meine, ja, ist doch so von diesen Videos. Das Ende, ja gut, das ist schlimm. Das hat definitiv auch noch üble Nachwirkungen in den nächsten Bänden. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich hier anfange rumzuhören. Ah, dieses Ende. Hey, ich kann das nicht ertragen. Was ist los mit euch? No shade. Ja, ohne Witz. Ja, das, wie gesagt, das Ende ist definitiv cool, ist definitiv scheiß, hat auch definitiv übel Nachwirkungen. So emotional, aber ich kann dazu nichts sagen, ich bin auch nicht so weit. Es ist jetzt halt nicht so passiert, was ich nicht vom Anfang her nicht da, doch erahnt ist, abgesehen von einer Sache am Ende. Gut, die konnte man nicht ahnen, gebe ich zu. Das ist auch sicher mit zum schlimmsten Sachen am Ende. Aber ich fand das Ende so von dem, was man so sieht, lasst euch nicht übereinflussen, das meiste davon ist übertrieben. Also das Ende ist definitiv scheiß, ja, hat auch einen guten Cliffhanger.
Aber es ist nicht so übertrieben, dass man sagt, ich kann das Buch, ich muss das irgendwie, keine Ahnung, Taschentücher oder so worten oder sowas, keine Ahnung. Wie gesagt, war trotzdem eine gelungene Fortsetzung. Ich fand es teilweise, muss ich sagen, doch ein bisschen langgezogen. An ein, zwei Stellen so von manchen Handlungssträngen. Ich glaube, man hätte das Buch trotzdem ein bisschen einkürzen können. Also wirklich nicht viel, aber ein bisschen wäre, glaube ich, möglich gewesen, weil ich teilweise haben sich dann doch so ein, zwei Stellen immer irgendwie gezogen, weil das dann so ewig lange gedauert hat. Aber ist Ansichtssache. Ja, aber trotzdem, sehr gutes Buch. Aber denkt halt, wie gesagt, passt auf mit den Erwartungen vom Ende. Wie gesagt. Erwartet nicht zu viel. Nicht das, was man unbedingt so sieht. Wie gesagt, es ist beschissen, aber halt übertrieben dargestellt teilweise. Macht euch einfach eure eigene Meinung. So. Und ich komme jetzt auch zu meinem letzten Buch. Und zwar ist das dieses hier, Wolkenschloss von Kerstin Gier. Habe ich gelesen, glaube ich, auch in 2 Tagen. Und ich habe übrigens festgestellt, das Buch hat ein Glossar. Natürlich erst, als ich mit dem Buch durch war. Das Buch hat ein Glossar? Ja, tatsächlich. Habe ich mir auch gewundert. Wie gesagt, für die verschiedenen Begriffe, weil hier ist ja Französisch oder sowas. Und das Lustige ist, pass auf, dass ihr Tendel steht ja auch drin. Ah, sehr gut. So. Wir haben diskutiert, ob es den Begriff Tendel gibt. Genau, egal. Hier geht es um... Wie ging es hier nochmal? Ich hab das Buch erst gelesen, ne? Fanny. Genau, es geht um Fanny Funke. Fanny Funke aus Achim bei Bremen. Die ist deutsch. Fanny. Oder eben Fanny Funke aus Achim bei Bremen. Aus Achim. Wer ist Achim? Ich wusste, dass das kommt. Ich wollte es dir checken. Und deswegen frage ich. Ich wusste ganz genau, dass du das im Video sagst. Ja, es geht um Fanny Funke aus Achim bei Bremen. Zumindest wird sie von Donzo immer genannt. Und sie macht ein Jahrespraktikum in dem Wolkenschloss. Das ist ein Hotel oben in den, glaube ich, Schweizer Bergen oder sowas. Oder kurz vor den Schweizer Alpen. Irgendwie so da Alpengebiet. Und das hat ist ein sehr idyllisches Hotel, sage ich mal. Man kann sich so vorstellen, wie so, ans Winterhaus, so ein bisschen. Es hat sehr viele, es ist eher so auf Luxus getrimmt, eher so ein bisschen mehr Qualität als Quantität, auch wenn das nicht ganz so funktioniert, da das Konzept da, aber es hat halt so ein altertümliches Flair halt, weil das Gebäude halt auch sehr alt ist und so weiter. Und sie muss sich da halt als Praktikantin mit dem gemeinen Chef rumschlagen, einem Typ, der immer sagt, er sei ein Hoteldieb, und dem Sohn des Chefs, den sie blöderweise fast vors Auto läuft oder er vors Auto springt. Das fand ich total lustig. Und am Ende kommen dann so halt ein paar Geschichten zutage, an denen dann doch mehr dran ist, als irgendwie alle geglaubt hat, und Fanny ist dann halt so mehr oder weniger die Leidtragende. Ich fand es als Geschichte auf jeden Fall auch sehr gut, war teilweise sehr unterhaltsam. Die verschiedenen Charaktere, unter anderem war da einmal, wie gesagt, diesen Tristan Brown, das ist so der immer sagt, er sei ein Hoteldieb. Der ist halt mehr so ein bisschen mysteriös. Ben ist halt eher so der freundliche Kerl, der absolut nicht so ist wie sein Vater. Und Fanny ist halt irgendwie sowas dazwischen. Ja, war sehr lustig. Fanny und Ben waren mehr so, eher so, so eine freundschaftliche Beziehung so zwischen den Charakteren, würde ich sagen. Und Tristan und Fanny war so, ich sag mal, so ein bisschen zwischen Freund und Feind, weißt du, so ein Mittelding, weißt du? Ja. Man ärgert sich die ganze Zeit, man nervt sich, aber trotzdem kann man sich immer so aufeinander verlassen. Die Beziehung. Und wie gesagt, ich fand das Hotel an sich sehr gut dargestellt. Also es hat, wie gesagt, nicht viel, aber es hat genug. Und ja, es gibt ein paar ausländische Begriffe in dem Buch. Dafür gibt es halt hinten ein Glossar. Zum Beispiel wie Epauletten, das hätte ich tatsächlich sogar so gekannt. Epauletten? Ja. Und da gab es zum Beispiel auch einmal den Begriff Antändeln. Und ich dachte mir so, das kann nicht richtig was sein. Was heißt denn das? Ich habe schon viele Wörter gehört in Bezug auf Flirten oder Rummachen aus Büchern oder Serien oder sonst was. Aber Antändeln war noch nicht dabei. Anschmachten oder sowas, ja. Oder was war das andere? Irgendwie Anbandeln habe ich auch schon mal gehört. Aber Antändeln war mir neu. Fand ich komisch. Da habe ich sogar Franziska geklickt. Ich dachte, wir benutzen das Wort. Aber gut, das Buch ist schon ein bisschen älter. Aus 2016 war es, glaube ich. Wenn ich mich in die Irre stand, glaube ich, drin. Und ja, mehr kann man dazu nicht so sagen. Charaktere waren sehr interessant. Ich mache den alten Stucky, auch wenn du ihn nicht verstanden hast, weil er auf Schweizerisch oder sonst was gesprochen hat. Kennst du ihn noch? Diesen alten komischen... Nee, ich glaube nicht. Noch so ein komischer alter Kauz. Schon voll lang her, dass ich das der schon, keine Ahnung, 80, 90 Jahre Sicherheit gefühlt ist und immer auf Schweizerisch spricht. Du hast kein Wort von ihm verstanden, aber er war trotzdem irgendwie ein netter Kerl, das wusste ich. Aber ja, wie gesagt, das war auch so... Mein letztes Buch war sehr zufrieden damit. Würde ich auch zu 4 Sterne geben. Und war auch ein schöner Abschluss für den Januar. Vor allem auch nochmal mit diesem, für den Dezember, mit diesem Winterflair, mit dem Schnee und alles. War sehr gut. Okay. Da
Das waren unsere gelesenen Bücher im Dezember, die letzten des Jahres. Ja. Wir drehen irgendwann nochmal einen Jahresrückblick. Nachher? Mehr oder weniger? Ja, wie ist ja auch. Nee, nachher drehen wir ein Jahres-Highlights-Ding, ne? Ja. Und dann erzählen wir nochmal, wie viel wir insgesamt gelesen haben, so das meine ich. Achso, muss ich selbst mal gucken. Und ja, wir freuen uns auf ein neues Lesejahr. Schreibt uns gerne nochmal, welches eure letzten Bücher im Dezember waren und wie ihr das Lesejahr so abgeschlossen habt. Und dann war es das an dieser Stelle. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und freuen uns, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.